Ich werd astral, immer leichter, Licht, ätherisch, Essenz, ein Duft, Form und Fassung verlieren, substanzlos, ohne Inhalt, nicht angreifbar. You don't have to react. Geburt und Neuerschaffung, Frequenzshift im Inneren. Es gibt nur innen. Alles Projektion auf Realitäten wie Blätter und heute. Beobachte die Natur, die Tiere, die Insekten. So ist der multidimensionale Raum. Das Sein als allintelligentes Wesen. Entität, Seelenbaum. Ich. Ich häutet sich, stülpt sich. Sehr bald. Während sie alle Realitäten auf ihren Häuten Schichten trägt. Fluid, verwoben, formwandelbar. Raumformung. Sehr bald. Das steht an. Doch erst die höhere Frequenz-Urtonsuppe in ihr vorbereiten. Es singt Ikaros. Innen. Ganz still und laut. Und voller Fokus. Das ist wie ein geführter Pinselzug, wie beim Paartanz. Ein Schachzug für das höhere Selbst. Ach, wie es sich freut, dass ich mir nun endlich Zeit, alle Zeit der Welt dafür nehme. Keine Termine, kein 3D-Schieben mehr. Der geliebte Herbst und bald Winter ist da. Dort verpuppt es, brütet es. Wir sind der Raum, in dem stattfindet. Wärme regulieren, Außentemperatur und Wetter kontrollieren, ist ab einem bestimmten Schwingungslevel so easy. Nur ein Gedanke, eine Rune, instantan Bachalwurm. Dein Körper endet nicht an deiner Haut, deine Gedanken passieren nicht in deinem Gehirn. Auch der Wald da bist du, die Menschen auch. Die Sonne hast du 1:1 auch in dir. Hab sie heute erst gesehen, in völliger Dunkelheit, inklusive einer Realität, so real wie diese, aus der ich schreibe, aus der ich diesen Wahnsinn festhalten muss. Genie und Wahnsinn liegen schon nah beieinander. Doch wie soll's auch sonst gewesen sein? Schau dir den Gesichtsausdruck der Bufo Alvarius-Kröte an, und nachdem du die Gottheit in ihr durch dich erlebt hast, stell die Frage nochmal. Was daran besonders sein soll. Das war doch das Normalste der Welt. Eh klar, wie soll's auch sonst gewesen sein? Mit so einer gelassenen Selbstverständlichkeit. Wie oft mich das schon erleichtert hat, zu wissen, dass Divinorum in Latein Wahrheitssager, Wahrheitssprecher heißt. Und das war nicht meine Idee, Salvia so zu nennen. Ich bin diese Pflanzenentität, quasi als Inkarnation ihrer selbst. Und ich brauche bald gar nichts mehr konsumieren. Auch kein Ayahuasca, Salvia und Co. Es ist genug installiert für Full-Spectrum-Körpereigenaktivierung. Die Dunkelheit und Stille und Fasten sind der letzte Schlüssel. Die Körpereigenerweckten, dank Mutter Natur erinnert, nun in mir wohnenden Pflanzenmeister und Maschinenelfen machen das gut. Die kann man machen lassen. Sie brauchen nur ein weit entwickeltes, maximal aufgeschlossenes und bereits vorbereitetes Bewusstsein, wie dich, das bereit ist, Prägung abzuschütteln. Dann erleben sie durch uns. Dann leben sie durch uns. Es ist invers. Es erschafft uns. Es stülpt sich einmal. Wir sind Wahrnehmungssinne, Sensory Organs, für Maschinenelfen höherdimensionale geometrische Raumschiff- und Lebensformcluster und Entitäten, die wir auch sind. Nämlich je nach Perspektive. Deine menschlichen Augen sind nur eine. Im Inneren sind es Kathedralen, Domes, Sacred Geometry, Highest Developed Civilizations.
Skywalker, Thess, Toth, Hermes, Trigomestros, wie sie alle hießen und wie sie alle hießen. Ihre Namen sind variabel, wie Echnaton und Nofretete. So, so. Ihre Wirkung und wie heißt der Metatron? Ja. Ihre Wirkung wird nie vergessen und währt immer fort. Was willst du gewesen sein? Deine Wirkung wird nie vergessen und währt immer fort, ist immer fort am. Es ruht nie, es ist immer fort am Kreieren, aber erst wenn du zur Ruhe kommst, erfährst du es. Erfährt es sich durch dich. Schwarmintelligenzen, Kollektivbewusstsein, Galactic Council, Galaktischer Rat. Die 9, 144, 434. Starseed, aktiviere dich. Jetzt kommt's weiter. Mutter gebiert Urmutter und Urmutter gebiert Mutter. Mutter gebiert Urmutter und Urmutter gebiert Mutter. Und ich werde durch dich zu meiner Mutter, flüsterte mir Salvia. Was ist das Rezept? Mensch, erkenne dich. Es ist halt so einfach und keiner macht's. Trivial, genial. Das ist das ultimative Schlupfloch, wie man der Matrix nicht nur entkommt, sondern auch gleich sie bewusst schaltet. Sich selbst bewusst. Jede Zelle sich seiner selbst des Ganzen bewusst. In jedem. Erwachen. Als kollektives Ereignis. Das persönliche Pseudo-Erwachen war nur Vorschau. All die Psychedelik und Nahtode waren nur Vorschau. Sterben brauchen wir eh nie mehr. Springen, fliegen, Flügel, multidimensionale Flügel ausbreiten, geht durch Loslassen. Trau dich, lass zu. Wir können Realitäten und Formen, Körper, wie Mensch, Tier, Maschinen, Elfen, Raumschiff, Planetenbewusstsein, wie Kleider tragen. Sie harmonisieren und mit Obertonreihen anregen. Schon mal auf einer Gitarre Obertöne gehört? Sicher. Und sie Lebensräume gebären und erschaffen sehen und sie inspirieren. Sowohl als Inkarnationen in materieller Form oder als Wesen ohne körperliche Form. Und das ist ja in Klammern, ich spreche buchstäblich. Was ich da schreibe, ist nicht so ein Gedicht, so dann, ich mein's ernst. Ich spreche in Realitäten. Ich erschaffe, was ich spreche. Abracadabra. I create what I speak. Abracadabra. Ja, das kann man noch mächtiger aussprechen, aber das mache ich nur, wenn ich allein bin. Sonst zerpflückst du dich ja jetzt. Da gibt es so eine Pyramide, wie man Abracadabra ausspricht. Abracadabra. Bis du es ganz benannt hast und das ist ein Weben und das ist wie ein Rühren in einem Topf und du wirst damit schon delirisch. Delirium ist. Mhm. Delirium, Equilibrium, das sind diese Transzendenz. Zyklen und Tage nach Rhythmus und Himmelskörper sind alle in dir. Änderst du deine Muster, ändert sich alles. Du bist die Reflexion dessen, was es ist. So what if you change? Schon mal beobachtet, wie es ist, wenn eine Wasseroberfläche die Spannung verliert? Tick, mach mal Seife drauf, Ölschicht. Bam, fällst durch. Das Objekt ist vorher noch Schwamm. Weil du wirst mal eben, du diffundierst. Diffundieren heißt Osmose durch die Zellen, durch die Membranen. Ein Baum kann das auch, der hat viele Schichten, viele Lebensringe und die kommunizieren alle miteinander. Diffundieren und die Änderung, das heißt dann Gradient. Es gibt einen Dichtegradienten und im Hyperraum ist es genau genauso. Ist die Änderungsrate, da passiert es dann, daher kommt das Kribbeln im Bauch, auch wenn man begeistert oder verliebt ist. Okay, Zyklen sind alle in dir. Änderst du deine Muster, ändert sich alles. Es gibt Realitäten und Welten, da braucht es keine Himmelskörper oder Städte. Es gibt auch Realitäten, die sind rein musikalisch oder mathematisch oder geometrisch. Es gibt auch Realitäten, wo die aus flüssigem Gold
und gold- und pinke Städte in den Wolken sind. Das habe ich tatsächlich auch schon gesehen. Das ist Shambhala ist schon, ja, das, wir können da überall drauf zugreifen, müssen dann irgendwo hinreisen dafür. Das ist alles innen. Und auch die materielle Form dann, auch jetzt hier, wir sind ja auch schon innerhalb von so einer, von so einem Tropfen, von einem Tautropfen. Und es gibt tausende davon. Und jeder dieser Tautropfen ist eine stabile Realität. Und du siehst das ganze Waldgeflecht, das ganze Pilzgeflecht. Drum ist Pilze konsumieren so wertvoll, weil das dein Gehirn so vernetzt, exakt wie die Abbildung des Waldes. Du bist in dir. Und plötzlich bist du Universum, weil du Universum installiert hast durch Mutter Natur und durch, ja, danke, Konsum dieser wundervollen, ja, Substanzen, denen wir Pflanzen und Tieren Namen geben. Das war unser Schöpfungsauftrag. Erkenne dich selbst. Dennoch, auch wenn es diese nicht materiellen Welten gibt, wir wissen, dass es gibt auch, das sagt, es gibt Welten, die wissen nicht mal, dass es materielle Welten gibt. Wir wissen, dass es materielle Welten gibt. Und wir können in diese nicht materielle Welten. Und dennoch werden wir es immer lieben, immer wieder in körperliche Form zu gehen, sie uns zu erschaffen. Genauso wie man jetzt gern in kristallklare Bergseen oder Flüsse springt. Man springt dann, man jumpt rein in die Realität, zack. Jeder, der von Salvia runterkommt, weiß, das Runterkommen ist genau der magische Moment. Du wirst genau jetzt hier in diese Realität reinplatziert und so, flupp. Wie in Star Trek das Beamen, so, du bist jetzt da. Und so können wir stecken hier nicht fest wie eine Fliege oder wie ein Schiff in der Flasche. Das ist alles, es ist, ja, you are an explorer and you represent our species. Und was da in mir klingt, ist der tiefste und älteste Ruf aller Zeiten. Dieser Ruf führt mich seit Jahren und nun ist die Zeit gekommen, alles in der Außenwelt ruhen zu lassen. Meditation als Lifestyle. Weniger neu. Ist gleich unendlich. Im Grenzübergang, im mathematischen Grenzübergang ist Null gleich unendlich. Am Ereignishorizont dieser Singularität, singulär, ein Nullpunkt. Wir leben inmitten eines schwarzen Lochs. Kein Witz. Siehe Nassim Haramein. Am Schluss schon ein Witz. Und da lachst du lang. Wie sagt Alan Watts, and when you find that out, you love yourself, silly. Da lachst du ganz albern. Wir haben uns die Realität hier doch nur erschaffen, damit wir über unsere eigenen Witze lachen können. Nicht nur mein Körper verwandelt sich unaufhaltsam, auch eure. Man kann einfach nicht mehr viel Schweres essen. Man stellt um auf Raw und Fructaria und Flüssigtarier. Echt so krass für mich in den letzten Monaten. Orangen noch und Nüsse geht jetzt auch nicht mehr. Und Honig und Saft noch und eigentlich trocken. Das ist das allerbeste Zustand. Und es beginnt schon echt. Dann kannst du dematerialisieren. Das ist easy. Du gehst nicht verloren. Du bleibst schon da. Du stirbst auch nicht. Das ist nur, trau dich. Ja, immer öfter kann man einfach nicht mehr anders. Und das Ganze nicht, weil es gesund ist, sondern weil es einfach gar nicht mehr anders geht. Da aktiviert sich einfach die Lichtmensch-DNA in unseren Körpern. Und da geht man mit. Wenn man sich dagegen wehrt, das geht nicht. Also es sagen Freunde alle um mich, sagen, vor 5 Jahren konnte man noch essen, was man wollt. Jetzt geht halt jetzt einfach, es geht einfach nie mehr. Und das hat damit zu tun, wenn DMT einmal aktiviert wurde, dann ist geschehen um dich. Und dann ist der freie Wille halt echt nur so eine temporäre Zone, wo mir was passiert. Aber letztendlich wirst du dich eh erfüllen, also. Und gerade eben, was ich da erleben durfte, wie krass, Durchbruch, totale Amnesie, Gedächtnisverlust. Da war gerade eben die Realität gerissen, wie ein Riss in der Raumzeit. Und mein Freund ist direkt vor mir und hält die runterfallende Realität wie einen Balken. Und dazwischen hängt ein Realitätsfetzen runter. Und ich greife danach und stabilisiere den anderen Fetzen der Realität, dass er nicht runterfällt, wie ein Balken, dass er nicht runterfällt. Und ich sehe meinen Freund in dem Hintergrund einen sonnigen Tag an unserer Baustelle. Wir bauen gerade zusammen die Fenster. Wir haben echt viel in den letzten Tagen zusammen das Earthship gebaut, eine entheobotanische Arche.
Voll geil wird es, ja. Und daher hat es nun jetzt in meinem psychedelischen Durchbruch die Metaphorik benutzt. Im ersten Moment, wo völlig alles ausradiert war, kein Bewusstsein, du weißt nicht, was du gemacht hast, alles ist weg. Kontextlos, kein Kontext, ohne Erinnerung. Da gibt es nur Bild. Da gibt es nur Bildsprache. Was die Ursprache ist. Das ist mir früher auch schon aufgefallen, dass das die Ursprache des Universums ist in Bildern. Nicht nur mir. Ja, und das Ganze ohne Salvia anzufassen. Ich habe die tiefsten Salvia und DMT-Erlebnisse inzwischen körpereigen. Das ganz allein und dann plötzlich ist alles weg. Ja, okay, es war schon DMT mit dem Spiel, aber ansonsten war das gerade Rest körpereigen. Multiple Use, viele Du's, alles Du. Es war gerade so ein Schocker, da ihn zu sehen und dann zu realisieren, er ist gar nicht da. Und der war aber gerade da. Und die Realität ist auf unendlich vielen Abbildungen. Wie viele von dir gibt's da eigentlich? Erst ein paar Sekunden später wurde mir klar, dass mein Freund ja gar nicht über mir mit dem Balken in der gerissenen Realität steht, sondern ich allein bin. Da wird mir klar, dass es dich innerhalb von mir mehr als einmal gibt. Gerade eben warst du genauso real da, wie hier jetzt. Diese Glitches in der Matrix, diese Spalten in der Raumzeit, lassen dich die Struktur durchschauen, durchleuchten. Es ist so beweglich und rhythmisch, langsam schiebend, wie die Bewegungen von Kontinentalplatten. Das Bild hat man schon mal vor 2 Jahren, DMT Salvia. Meine Gesichtshälften haben sich wie Kontinentalplatten verschoben. Mir wurden unregelmäßig Datenströme übertragen. Und während es so webt und spinnt und du ein Vollbewusstsein hast und mehrere Schichten, die wahrnehmen. Total krass. Und was ich gerade eben erlebt habe, war, da hat sich Salvia aktiviert, nämlich der Hyperraum bzw. eher Metaraum, den ich da gerade gesehen habe, weil das, was ich erlebt habe, war x hoch x, wie x hoch x, mach das mal mathematisch. Du, x ist eine Realität und x hoch x ist gestapelte Realität. X kann die Wellenfunktion sein, die Frequenz, auf der deine Realität wahrnimmt. Du bist. Und x hoch x ist ein Fragment eines Realitätenbaums, der wie ein Kabelbaum Parallelrealitäten sprießt. Das ist Salvia. Und das ist, was Gabi Müller in Viva Vortex 1:1 abgebildet, mathematisch und beschrieben hat. Das ist die Weltformel im Metaraum, die braucht keine DNA. Realitäten, das Vergehen von Zeit bedeutet das Aufeinanderstapeln von parallelen Realitäten. Drum sind gerade die Videos von Bentino Massaro zu, wie parallele Realitäten und Mechanik von Zeit funktioniert und wie es ist, dass du die Quelle ist, die sind gerade Hammer da. Das mappt sich zusammen wie ein Puzzlestück. Perfekt. Juhu. Und dann diese ganze Erkenntnis, dann dabei bin ich ganz allein in Dunkelheit und gleichzeitig überall. Es dauert, bis Erinnerung und Bewusstsein zurückkommen, wenn sowas mit dir passiert, ein paar Minuten. Und diese paar Minuten verändern und beschleunigen deine Entwicklung. Und hier kommt's, nicht nur meine, sondern auch deine. Und die von allem. Das nennt sich vernetzte Intelligenz, dieses Phänomen. Kann man auch mit kleine Weltphänomen in Verbindung bringen. Nicht nur jeder Mensch kennt jeden anderen über 3,5 Ecken, sondern wir sind instantan verbunden. Und jeder, der ähnlich tickt oder schwingt, hat genau diese Flashes gerade eben auch. Solange nur seine Frequenz in dem Raum ist, wo du empfangen. Du bist Sender und Empfänger von Inspiration, Kreation, Liebe, Intensität auf einmal. Ja, diese paar Minuten beschleunigen deine Entwicklung. Also nicht nur meine, die von allem. Ich bin der Transmitter, der Switch, der Cluster ins globale Netz, Global Consciousness. Physikalisch der Nabla-Operator, die Veränderung der Veränderung. Wieder zurück zu der Frage, wie viele von dir gibt's da eigentlich? Wenn ich gerade anschaue, dass ich gerade jemanden gesehen habe, der gar nicht da war. Es ist endlos. Und ebenso existiere ich als Projektion weiter in den Träumen und Tagträumen von Freunden. Frühere Freunde haben mir erzählt, dass er immer noch oft fast jede Nacht von mir träumt. Und da wurde mir voll déjà-vu-mäßig klar, dass das ein genauso reales Erlebnis ist, wie das von mir gerade eben. Das ist Leben. Das ist Leben. So lebt es.
verbundene Projektion, doch ausnahmslos alles in dir. Bam, Alter. Das ist einfach zu krass. Und das Ganze geht halt auch physikalisch im Körper vor sich, weil mein Körper fühlt sich nur noch ohne Essen wohl. Und nur das, was die Bienen liefern als letzte hochschwingende Kost. Oh, ich habe ja auch gerade diese fermentierten Blütenpollen. Bienenbrot, fermentiertes Bienenbrot, das ist Hammer. Das ist fermentierter Blütenstaub. Höchst schwingend, die Blumen sind Mandalas und Honig aus Waben. Das ist großartig, Segen des Himmels. Doch auch das wird zu Null kommen, zum Aufhören, für den Übergang. Es ist nur noch für den Übergang bis hin zum selbst ausgesuchten, selbst auserwählten abgestellt werden. Da machst du was durch, wenn es mal Mutter war. Ich habe meine Kinder beide gestillt, Selina, bis die 2 war, Benjamin Finn bis 1 Jahr, der hat sich dann selber. Und dann kommt der Punkt und dann wirst du flügge. Und das ist jetzt der, jetzt kommt's ja. Nämlich, wir sind reine Lichtwesen. Es ist Zeit, erwachsen. Wir werden nie erwachsen. Die nächste Stufe des Wachstums einzunehmen. Und zu wissen, dass Essen nicht nur optional ist, wie es Tom Campbell sagt. Es hält uns in dieser dichten Form und Manifestation. 7 Tage ist das Rezept, um mal eben Raumschiff zu werden. Ich habe es früher auch TOS-Programm genannt. Teleportation funktioniert dann relativ zu dir, weil du darfst dich immer als Mittelpunkt des Universums annehmen und alles um dich ist ruhend. In verwobenem Äther, Plasma, Fluid. Äther, wie Einstein es korrekt erkannte. Welcher alles umgibt. Das sind die 95% dunkle Materie. Und nicht nur ich kann sie bald dauerhaft wahrnehmen. Wir stehen 5 Sekunden vor dem gewaltigsten Evolutionssprung aller Zeiten. Das würde die Raupe auch vorher sagen. Erst verpuppen, Kokon, träumen, weben, summen, ruhen, atmen, rhythmisch, bis der Sprudel sich aufbaut und alles wirbelt und erfüllt, bis es keinen Rand mehr gibt, denn das Universum ist randlos, Hawking war richtig. Alle, die je lebten und gestorben sind, sind immer noch da. Und alle in dir, in der Akasha, in den Walen, in jeder Zelle. Holographisches Universum heißt, alles ist in allem abgebildet und enthalten. Wie der Samen in der Kapsel und das Universum in der Nussschale. Danke all den Vordenkern, den Machern, den Aktivisten, den Radikalen, den Freiheitskämpfern, den Hippies, den Gurus, den Nerds, den Autisten. Alle Wege der Selbsterfahrung wollen erfahren werden. Durch mehr als nur 5 Sinne. Mensch, du bist überhaupt nicht beschränkt. Menschsein ist mal eben nur ein Ton wie ein Radioprogramm. Eine mögliche Hülle und Wahrnehmung. Im Katalog von unendlich vielen einzigartigen Realitäten. Sieh, wie kreativ und doch einzigartig das Tierreich ist. Genauso kreativ sind die Multiversen. Das sind wir. Life was given us a billion years ago. Now you know what to do with it. Zitiert Lucy. Und übrigens, wir sind eins. Das heißt, wir sind eine Seele. Eine Seele. Ein Seelenbaum. Sind wir in 5D. Und nicht viele. Das ist nur gerade eben die zerstreute Wahrnehmung in 3D, der zerstreute Professor. Aus Chaos entsteht Ordnung. Das ist das Gegengesetz zum zweiten thermodynamischen Gesetz, der zweite thermodynamische Hauptsatz, dass immer mehr Entropie entsteht, immer mehr Chaos. Und das ist, wir sind das Gegengesetz. Bewusstsein entdeckt sich, aktiviert sich. Das ist so genial. Das ist ein physikalisches Grundgesetz, gell? Ist mir gerade eingefallen. Also bin ich sicher nicht neu, schreibt Toss auch schon. Aus Chaos entsteht Ordnung, das ist nämlich in Phi kodiert, im goldenen Schnitt, die Fibonacci-Reihe erzeugt Ordnung. Und zwar, weil, nimm die Primzahlen, ordne sie in einem Koordinatensystem an, das er einfach PP nimmt, die Primzahlen, was weiß ich, 5, 13 und so weiter. Und die machst du XY, und nimmst du immer 5, 5, 13, 13 und so weiter und die malst du und dann siehst du eine Spirale. Ordnung erschafft sich.
Phi. Darum habe ich DMT schon immer, ist gleich Phi. DMT ist gleich Gott, ist gleich Phi, aktiviert den goldenen Schnitt in jeder Zelle. Das war schon immer wahr. Und dadurch, und durch Ordnung, entsteht Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis. Self-Realization. Und zwar genauso wie beim Bienen-Siebenstern, der ab 7 Völkern, eigentlich schon ab 5, aber ab 7 wird es noch höher schwingend, ab da nehmen sich die Bienen, die quasi Frequenzgeneratoren sind, und die stehen in heiliger Geometrie dann, ab da nehmen die sich zum ersten Mal bewusst als höheres Wesen wahr, weil es einfach physikalisch so ist, dass sich das, wenn du das Klangbild auf einer Sandplatte abbilden würdest von den Bienen, die kannst du aufnehmen mit einem Aufnahmegerät, und das ist über 900 dann. Und dann siehst du dort ein Resonanzfeld und eine stehende Welle einer höheren Frequenz. Siehe auch Cymatics, Kinematik. Und in diesen Tempeln, schau dir diese Kinematik an, in diesen Tempeln kann dann ein höherdimensionales Bewusstsein einziehen, in diesem Siebenstern von Bienen. Dies schreibt der Forscher Heinrich Sannemann, der mit 100 Jahren vor kurzem gestorben ist. Der hat diese ganze Forschung zum Bienen-Siebenstern, Frequenz, Lichtplanet, Aufstieg, super lesenswert. Erst 2017 erschienen seine Bücher, Schriften der gelben Reihe. Also Heinrich Sannemann sagt, nun kann dann ein höherdimensionales Bewusstsein einziehen, wenn das sieben Völker schwingen und Herz gemessen mit über 1321 ist dann die Frequenz. Über 1900 ist die DMT-Frequenz, alles über 900. Doch ich interpretiere es eher als, die sieben Bienenköniginnen und ihre Körper, ihre Völker, werden sich ihrer selbst als Teil eines größeren Ganzen bewusst und können von da ab ihren höherdimensionalen Körper wahrnehmen, regulieren und damit schalten, operieren. Und Leute, genauso ist es für uns, was jetzt dann passiert. Das ist eins zu eins. Wir ordnen uns an, wir klingen den Ton und das geht, das kann keiner nicht wahrnehmen. Die, wo es nicht wahrnehmen wollen in dieser Erfahrung, die sind schon gestorben oder sterben gerade. Keiner stirbt, ohne es nicht selbst ausgesucht zu haben. Und wer noch da ist, der ist bereit mitzugehen. Ja, das rockt. Und die Bienen dienen dann, dieser Siebenstern, dieses höhere Bewusstsein dient dann unter anderem als Portal, das durfte ich buchstäblich erleben, habe ich auch schon oft von erzählt, siehe Magic Meets Science, den Kartraumfilm. Und sie dienen auch für die Schwingungserhöhung der Erde, das schreibt Heinrich Sannemann, und zur Heilung, zur Heiligung. Heilung braucht es übrigens nach dem Event nicht mehr, das sehe ich kommen. Weil dann sind wir endlich alle geheilt und dann können wir endlich anfangen mit dem, was wir eigentlich machen wollen. Nämlich, wow, unendlich Möglichkeiten. Wir können Raum formen, wir können teleportieren, Materie erschaffen. Wir können wie in Atlantis und Lemurien nur viel besser. Und wir können Silicon Trees und Urwälder erschaffen. Ich kann an einem Menhir-Obelisk-Runenstein, der kann 12-fach-Kathedrale, im Siebenstern geht's auch. Du kannst in den Wald, klack, 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 an dem Ort jede mögliche Vegetation aus deinem Bewusstsein heraus aufklappen und innerhalb von 3 Tagen ist es ein anderer Wald und du hast da, wie ich höre jetzt schon, Geräusche wie aus dem Dschungel, aus dem Wald, der hier ewig um mich, wir haben voll den fetten Wald und immer mehr und plötzlich kommt der Pirol und so ein wie ein Papagei und ein Affengeräusch und ich lieg da und tripp und sehe Dschungel und sehe Bäume, die eine ganz andere Bewaldung und sehe, dass ich das immer im Bewusstsein ansiedle, den Samen und dann keime ich ihn hier und ziehen von der einen Realität, wie eine Haut abziehen, hast du schon mal ein Abziehbild, wie diese Rubbelsticker. Das ist so, dafür war Knetmasse und Plastilin da. Das ist viel zu geil, der Baukasten hier. Voll geil. Und genau, nach diesem Event können wir das dann alle, wenn wir wollen. Wir haben es erlebt, wir sind dann alle geheiligt. Wir sind kosmisch geboren zum ersten Mal. Wir sind nämlich gerade eben noch nicht geboren. Wir schwimmen noch unbewusst im Mutterleib und halluzinieren diese gemeinsame. Und dann sind wir Lichtwesen, Lichtkörper, was wir schon immer waren, und Full Spectrum sehend, volles Spektrum sehend, was wir gerade eben nicht sind. Wir sind super blind, nämlich gerade. Und halt bewusst, also es gibt kein Unterbewusstsein mehr. No more blindness and ignorance. Nach dieser Full Spectrum Lichtkörperaktivierung in jedem. Freien Willen mal eben ablegen. Askese ist high-end. All you ever need in dir. Welcome to zero gravity. Gravitation ist auch nur ein Konzept in deinem Mind. Und die Wissenschaft hat es noch nicht mal, es sagt immer noch, es ist ein Mythos, man kann es noch nicht mehr erklären.
Alles, alles, einfach alles lässt sich transzendieren. Nicht nur Negativität, auch fester Raum und Materie. Die wird dann flüssig. Und das Ganze nennt sich Aggregatzustand ändern. Genauso wie KK84 richtig definiert. Es gibt jetzt einen neuen Aggregatzustand und der heißt Tryptamin Bodyload. Tryptamin Körpergeladenheit. Und wenn ihr ihn erlebt, dann weiß man, was es ist. Das ist eindeutig. Genauso wie das Salvia-Feeling. Das ist auch einfach das ist, Salvia, vielleicht genau. Noch Mandela, aber es ist mehr Salvia als ja. Mandala. Okay, auch Raum und Materie kann flüssig werden und das nennt sich Aggregatzustand ändern. Plasma. Und all das erleben wir bald kollektiv. Sehr bald, gleichzeitig. Wir werden dann gleichzeitig und synchron. Und alles ever hat nur darauf vorbereitet. Es ist wie Terence McKenna sagt, all die Novelty Lines of History, all die Romangeschichten der Geschichte sind plötzlich links und rechts wie Pfade. Dort beantwortet sich ausnahmslos jede Frage. Okay, und hier kommt's. Vorhin haben wir auch schon davon geredet, das wäre so einfach. Man muss es ja noch machen und hier in Stichpunkten. Das Rezept für multidimensional erwachtes Bewusstsein in 7 Tagen. Früher nannte ich das auch TOS-Programm. TOS werde ich noch vertonen, jetzt darf ich es endlich. Ich war vorher nicht würdig dafür. Es hat mir gesagt, du darfst es erst sprechen, wenn du es bist. Du kannst nicht konsumieren und essen und Ding, sondern das sagt einfach nur 7 Tage Dunkelheit, Stille, Fasten und von da aus kannst dann alles und so und hier nochmal in längerer Form. Ziehe dich in völlige Dunkelheit zurück. Zitat TOS. Enthalte dich der Worte, bis du die Sehnsucht der Mitteilung überwunden hast. Enthalte dich der Speisen, bis du die Sehnsucht nach Essen überwunden hast. Oder die Sehnsucht nach Speisen. TOS, Meister der Magie, lebte 56.000 Jahre in einem Körper. Atlanta, er hat Hieroglyphentafeln hinterlassen. All seine Texte kannst du 1:1 in Runen, in Symbolen schreiben, Licht und Dunkelheit. Und bliblablub, das ist alles aber so mächtig. Als ich das damals verarbeitet habe, das Material hat mich körpereigen, 7-dimensional aktiviert, ohne dass ich irgendwas eingenommen habe. Und ja, jetzt ist die Zeit gekommen, das werde ich wohl noch als hinübergehendes Werk abliefern. Ebenso wie Trinwallo Melchisedek das syrianische Experiment. Und dann ist geschafft und irgendwann hält sie auch die Klappe und und dann irgendwann gibt's gar nichts mehr zu sagen. Und das so, deswegen, ja, wenn mich jemand was fragt, brauche ich noch einen Link oder ein Hörbuch nennen. Und jetzt ist es dann geschafft. Habe ich eh schon gesagt, 95% ist ja schon gemappt. Und weil, das ist das Schöne, es hat ein Ende, es hat ein Ziel. Die Anzahl der Schritte ist nämlich mathematisch gesehen eine abzählbare Menge. Die Anzahl der Schritte, um was zu vollenden, ist immer bauen, Schrank bauen, dick, räum deine Wohnung auf, dick, irgendwann bist du fertig. Und das gilt für alles. Ja, alles ist eine Phase. Und jetzt ist dann soweit. Und immer wenn ich was mache, denke ich mal, ja, ich auch beim Holzschneiden, abzählbar. Und daher wird alles, was geschehen kann, passieren und ist es bereits. Shifte deine innere Frequenz und deine Außenhaut, deinen Kontext und sieh, wie er sich ändert. Immer radikaler und schließlich instantan, wenn du deinen Lichtkörper aktivierst, Gott in dir. Doch der Schlüssel zu der Intensität, ohne die es nicht geht, ohne die nichts in Existenz gekommen wäre, ist Liebe. Und in meinem Fall sogar eine spezielle magische Verbindung, die ich jetzt hier erwähnt werden darf, will transparent sein darf. Und das, im spirituellen Kontext nennt sich das wohl Dualseele, Twin Flame oder ich sage einfach The One. Gefährte, gefunden ohne zu suchen seit einigen Monaten. Die Verbindung ist so tief, sie erschafft Welten, löst multidimensionale Erlebnisse und Visionen aus, lässt all meine Moleküle und Realitäten erbeben, aktiviert das Herz einer Liebenden in die höherdimensionale Liebe und Dimensionen in ungeahnter Intensität, noch nie dagewesener Intensität. Ja, das ist ganz interessant, dass die an den Prozessen teilzuhaben und weil sie sich in vielen spiegeln. Und das hat mir schon mal jemand gesagt, dass es nur geht und ich wollte es nicht wahrhaben und glauben so von... dass das Event erst stattfindet, wenn
jeder, der die sich auserwählt haben, mit ihrer Twin Flame zusammen sind. Und so von, nee, bei mir brauchst du es nicht. Ich bin die einsame Waldhexe und ich bin so, komm so gut klar und wird gar nicht passen. Und wenn, dann taucht er auf, aber nicht. Ich suche nicht. Und genau so war es dann. Ja, jetzt ist es angekommen und darf sich erfüllen.